So, und damit willkommen zu einem Projekt, was ich schon vor viel zu langer Zeit bringen wollte. Und es kommt eigentlich viel zu spät für meinen Geschmack. Aber jetzt ist es da und es hat mehrere Gründe, warum es erst später kommt. StarCraft 2. Und ich will gar nicht so viel reden. Erstmal, das können wir nicht machen, wenn wir in der Mission sind oder mal eine Mission spielen. Und wir fangen selbstverständlich mit Wings of Liberty an, wo ihr seht, 2% habe ich schon gespielt davon. Erst habe ich das Spiel nicht gespielt, weil wegen zu schlechten PC. Ich besitze das jetzt nämlich schon eine längere Zeit. Und dann habe ich es nicht gespielt, weil ich wollte mir das alles aufheben fürs Let's Play und war etwas unzufrieden mit der Performance. Und egal, wir fangen einfach mal eine neue Kampagne an. Ich habe nämlich eine Mission gespielt gehabt. Wir spielen auf schwer, weil ich sonst wahrscheinlich ziemlich Probleme kriegen werde, auch brutal, weil so gut das StarCraft-Spiel bin ich jetzt auch nicht. Aber ich denke, schwer kriegen wir wohin. Und von daher würde ich mal sagen, fangen wir an mit StarCraft 2, na, 2, Wings of Liberty. They say a man never really knows himself. Until his freedom's been taken away. I wonder, how well do you know yourself? Prisoner, step forward onto the platform. Suit sealed and locked. You'll carry your prison with you. That armor will be your new cell. Make no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail, it's about time. Mein
Marsara, Grenzwelt, Territorium der Liga, Corpulo-Sektor, neu kolonisiert 2500 irgendwas. You've squandered trillions on hunting down has-been rebels like Jim Raynor. Jim Raynor represents a clear and present threat to this Dominion. He is an unscrupulous, lawless revolutionary bent on spreading fear and dissension across the sector. He and his ragtag band of miscreants have instigated open rebellion across six separate worlds. And so ready yet. Your forces are prepared and awaiting your orders, Commander. Uploading tactical data now. Good. About time we kick this revolution into overdrive. Backwater Station is the center of Dominion logistics on Marsara. Destroying Dominion authority here will cripple Emperor Manx's operations throughout the planet. Und damit sind wir jetzt auch endlich in Mission Nummer 1 quasi angekommen. Mission, Tag der Befreiung. Missionsziel, zerstören Sie den Außenposten der Liga. Und warum hat er den armen Fernseher zerschossen? Das sind so Fragen, die mich einfach dauerhaft quälen. Und hier könnten wir nochmal die Geschwindigkeitsgrad ändern, wenn wir wollten. Verfügbare Technologie, der Space Marine, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Allzweck Infanterie. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an und reden dann erst weiter. Adjutant. What do you got for me? Dominion forces have set up a logistics headquarters in the town of Backwater Station. This has become the hub for all operations on Marsara. The Dominion recently pulled troops out of the city and they are now under strength. Are the locals cooperating? The people of Backwater Station are known to be anti-Dominion, but they lack weapons and organization. If I can take that headquarters away from Mengsk, it'll cripple him on this planet. Prep my ship. Hurra, hurra, ein Ladescreen. Und ich hoffe, der lässt mir ein bisschen mehr Zeit zum Reden. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, das Ganze läuft... Nein, er lässt mir nicht mehr Zeit. Okay, ich werde jetzt trotzdem mal eben kurz zu Ende reden. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich spiele auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich möchte die englische Sprachausgabe haben, aber ich möchte natürlich auch euch die Möglichkeit geben, das trotzdem mitzuerleben für diejenigen, die halt nicht so gut Englisch können oder gerne noch die deutschen Untertitel dazu haben möchten, falls ihr es dann besser verstehen könnt, was auch immer. Theoretisch würde ich es für mich selber komplett ohne Untertitel spielen, nur auf Englisch, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Deswegen. Und mir gefällt, wie gesagt, auch die Sprachausgabe besser. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu abgeben, vielleicht ändere ich das noch, vielleicht nehme ich die Untertitel auch raus, wenn ihr sagt, wir brauchen keine Untertitel, nehme ich die Untertitel raus. Ich habe es jetzt erstmal noch drin gelassen, aber es wird definitiv auf Englisch gespielt werden. Let's show the locals they don't need to fear the Dominion. Und da geht's auch schon los. Ja, es kommt ja das quasi Tutorial, was ich nicht brauche. Da haben wir ihn, unseren Raynor. Mit 200 Leben und 12 Schaden, das ist, glaube ich, doppelt so viel Schaden wie normaler Marine. Hat auch eine größere Reichweite. Ja, er hat eine größere Reichweite. Interessant, interessant. Jetzt könnte ich theoretisch halt die ganzen Tipps angehen, aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Ehrlich gesagt. Wir brauchen keine Tipps. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich irgendein Strategiespiel spiele. Und ich habe auch schon StarCraft ein bisschen gespielt hier vor. Warum sollen wir in die Straße nicht lang gehen? Ja, Hundi, ist ja gut. Oh nein, das sind Marines.
What's up? Ja. Drei Marines. Das sind natürlich nicht die einzigen Marines. Was wollte ich eigentlich sonst noch so sagen? Commander, destroying the Dominion holoboards will help incite rebellion against the Dominion. Mengsk lügt. Der auf dem Schild. Ich habe nur vorgelesen, was da steht. Aber ich mache natürlich gerne diese Holoboards kaputt. Nämlich, ich kann Mengsk auch nicht mehr hören. Das muss schrecklich sein. Man geht aus seinem Haus raus und was sieht man als erstes? Mengsk Fresse. Es steht Visage. Ich habe überlegt, ob ich erst Visage sage, aber wir drücken das Ganze gleich mal ein bisschen drastischer aus. Irgendwann, wenn man ihn jeden Tag sieht. Achso, ich dachte, der redet so irgendwas. Gut. Hier ist scheinbar keiner mehr. Ja, Jimmy, da hast du recht. Commander, a large Dominion force is gathering in the center of town. Then it's time to call in that special delivery we talked about. Special Delivery? Das ist doch mein zweiter Spitzname. Zumindest hier. Thanks for the assist. We're with you, Raider. Naja, das war eigentlich eher gelogen. Oh nein, schon wieder so ein Holoboard. Ja, Arcturus, ist ja gut. Und jetzt halt die Klappe. Was ich eigentlich sagen wollte. Man ist es ja, glaube ich, inzwischen gewöhnt, dass die Zwischensequenzen von Blizzard einfach 1A sind. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich habe mich aber schon... Jetzt sei still, ich will erzählen. Ich habe mich ja schon so ein bisschen darüber beklagt, dass ich das Spiel schon vor über einem halben Jahr zeigen wollte. Und es nicht getan habe, aus Gründen. Zuerst war es halt, mit meinem alten PC war das einfach nicht vernünftig drinne. Auf Zivilisten zu schießen ist immer eine sehr schlechte Entscheidung, Freunde. Und auch das werdet ihr noch merken. Ach, das Ding muss ich auch noch kaputt machen. Ich wollte schon warten. Thank you, Rainer. We knew you wouldn't forget us. There's more people still being held up ahead. I'll see to them. So. Und damit ist die erste Mission auch schon fast rum, glaube ich. Habe ich irgendwo ein Holoboard übersehen? Ich gucke mal kurz über die Karte, nicht, dass ich irgendwo eins übersehen habe. Das wäre blöd. Aber ich möchte doch ganz gerne alle haben. Habe ich nicht? Okay. Alle habe ich. Was ich sagen wollte, bevor ich jetzt weitergehe und da gleich wieder einer anfängt zu reden. Ich habe es halt... Okay, ich gehe trotzdem weiter. Ich habe es halt deswegen nicht gezeigt gehabt. Auch, ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Marshal Rainer. Been a while since we saw you around here. We're with you, Raiders! Das Problem an diesem Spiel ist aber einfach, das wird auch ein NASA-PC nicht dauerhaft mit 60 FPS abspielen können. Wenn man da große Kämpfe mit 4 gegen 4 hat, 4 gegen 4 Spieler, da wird auch die nächste CPU der nächsten 5 Jahre irgendwann in die Knie gehen und nicht mit 60 FPS abspielen, dieses Spiel. Weil dieses Spiel einfach nicht alle CPU-Kerne nutzt. Das ist eine restricted area. Die Insurgents sind unter Arrest. Wir haben deine Back, Raider. Da kann man sich noch so eine gute CPU kaufen, wie man möchte. Und das habe ich jetzt einfach so akzeptiert, wie es ist. Und ich versuche das einfach so gut zu zeigen, wie möglich. Ich mache aber das Beste draus aus dem, was geht, sagen wir es mal so. Und wir haben die Mission auch schon praktisch gesehen gleich gewonnen. Ich dachte nicht, dass wir sie kämpfen können, aber wir können. Now you've got the weapons and the resources to do it. Remember, Mengsk can only control you if you let him. Und damit ist die erste Mission rum. Nach gerade mal 5 Minuten. Ich überleg mal. Ich würde sagen, wir hängen noch eine zweite Mission dran.
Denn mit Intro und allem sind das garantiert keine 20 Minuten. Ich glaube, wir machen noch eine zweite. Wie man hier sieht, wir haben Erfolge. Eigentlich hätten wir nicht alle bekommen, aber ich habe schon bei meinem damaligen Aufnahmeversuch alle freigeschaltet. Ist jetzt nicht so dramatisch. Und uns fehlen 3 Zivilisten. Wir haben 3 Zivilisten nicht befreit. Wie auch immer das möglich ist. Keine Ahnung. Fortfahren. Ladescreen. Hurra, aber der ist so kurz, dass ich da nichts sagen kann. Kolonie Masara, 14.36 Uhr, Joy Ray Spa. Finley. Nice suit. Pays to be prepared. I heard they put you on ice. Life sentence. What? To give you time off for good behavior? That's right, old buddy. I'm a model citizen now. So, to what do I owe the pleasure? Just a friendly business proposition. Do you even know what the Dominion are doing out here? I'm guessing you're about to tell me. Digging up alien artifacts, old buddy. Your boy Minsk has gone crazy for them. But I got a contact that'll pay top dollar for every artifact we liberate from the Dominion. I guess I can hardly pass that up now, can I, Tychus? Partners, then. 60-40. 70-30. My way. Feels like old times already. Old times. Und damit sind wir in, wie soll ich das sagen, ich würde nicht sagen Zentrale angelangt, aber in der Bar mit dem kaputten Fernseher, den Jimmy zerschossen hat. Und mit dem Kumpel Tychus, die beiden sind ganz dicke scheinbar, die kennen sich von früher noch. Hat mal jemand bemerkt, was Tychus auf seinen Fingerknöcheln hier geschrieben hat? Bevor, als er seinen Anzug anbekommen hat, da stand irgendwas mit P, A, irgendwas. Die anderen beiden Buchstaben konnte ich lesen. Falls es jemand weiß, würde mir echt mal interessieren, jetzt wo ich das so gesehen habe in der Zwischensequenz. Und für diejenigen, die es nicht wissen, das Ganze hier spielt, ich glaube, das wurde vorhin sogar gesagt, 4 Jahre nach Brood War. Kommt, glaube ich, hin. Naja, wir können es auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen umschauen. Und dann fangen wir die zweite Mission an und dann mache ich Schluss mit der allerersten Folge. Sarah. Sometimes I think it would have been better if you just died that day. Ach ja, Sarah Kerrigan. Wer es nicht weiß, das ist die Person, wobei ich brauche es glaube ich nicht erzählen, oder? Wer StarCraft bei mir schaut, der hat das auch irgendwo anders schon mal gesehen, zumindest den ersten Teil wenigstens. Es sollte eigentlich recht bekannt sein, dass das die Person ist, die damals hier auf diesem Planeten zurückgelassen wurde, als er von den Zerg invasiert wurde und was weiß ich nicht alles. This looks recent. This you're doing, Jimmy? Folks in these parts are ready to fight back against Mexico.
Guess they just needed a little push. You still take this whole revolution thing pretty serious, then? Everyone needs a hobby, Takis. Ein zerstörter Viking. Die werden wir später auch noch sehen. Und die haben wir auch gerade schon gesehen in der letzten Mission. Zwei Stück waren da. Die waren jetzt nicht gerade stark gegen die ganzen Einheiten. Der Fernseher. Nachrichten. This is Donny Vermillion, live from the UNN Studios on Core Hall. We've got a breaking story for you. Let's go live to our own Kate Lockwell on the fringe world of Marsara. Kate? Thanks, Donnie. Rebel Jim Raynor has reappeared in a big way. He's attacked a Dominion depot near Backwater Station, seizing weapons and distributing them to the local populace. Kate, I bet the locals are pretty nervous about having a notorious outlaw in their neighborhood. Actually, Donnie, the people I talked to seemed really encouraged thanks, by Kate. The... You heard it here first. Jim Raynor, terrorizing the locals on Marsara. When we return, are your kids using skin packs? Keep talking, pal. I'm just getting started. Spätestens nach solchen Nachrichten sollte man doch das ganze System ein bisschen in Frage stellen, weil das ist ja Möchtegern-Propaganda, die irgendwie nicht ganz das erreicht, was sie gern möchte. Sie versucht, Jimmy schlecht darzustellen. Und dann kommt die Reporterin und sagt, hey, die sind eigentlich alle voll gut drauf, obwohl hier gerade der Böse ist, der eigentlich der Böse ist. Und dann ist er doch der Gute. Call me curious, but how'd you get out? Well, I busted out of my cryo freezer while they were transporting me to New Folsom. Oh, I must have killed at least a dozen guards with my bare hands. Yeah, I've heard this one before. But you left out the part where you walked on water, made off with the warden's daughter. Don't you get uppity with me, boy. I heard all about you becoming a big-time freedom fighter while I was away. What happened, Jimmy? The war for truth and justice get too much for you? I ain't licked yet, Takis. And I promise you, Minsk is going down, one way or another. Dafür, dass du eigentlich gegen Minsk arbeiten möchtest oder ihn töten willst sogar, sitzt du hier ziemlich ruhig in dieser Bar rum, Jimmy. Solltest du dir Gedanken darüber machen? Ich glaube, wir haben alles durch hier, oder? Wir haben alles durch. Dann würde ich mal sagen, nächste Mission. Thanks to your actions, Marsara is now in a state of open revolt against Arcturus Minsk. Ex-convict Tychus Findlay has revealed the Dominion came to Marsara to excavate an alien artifact. Seizing the artifact will strike another blow against the Dominion and generate funds from selling it to Findlay's mysterious contacts. Mission, die Gesetzlosen. Missionsziel, erbeuten Sie das Xel'naga-Artefakt. Belohnung und Credits 45.000. Oh nein, wir kriegen Geld. Was können wir bloß damit machen? Einheiten kaufen während der Mission? Bestimmt nicht. Und wir kriegen eine neue Einheit, nämlich den Sanitäter. Was der tut, ist glaube ich recht klar. Kann Einheiten heilen. Infanterieeinheiten. Das ist cool. Starten! This old outpost don't look like anything special. Keep your shirt on, son. Dominion engineers been digging out here for months. See that crane? They're getting ready to move the artifact they found off-world. Well, I'll be damned. See? You gotta have a little more faith, Jimmy. All right. Time to give the Dominion a wake-up call. Let's smash that base and haul that baby out of there. Und da sind wir wieder im Ladebildschirm, der höchstwahrscheinlich nicht sonderlich lange dauern wird. Zumindest tat er es beim letzten Mal ja nicht. Aber jetzt, wo ich mir gerade wünsche, dass er schnell vorbei ist, dauert er natürlich ein bisschen länger als gedacht. Ist klar. Ah, schon besser. Bad news. Redet irgendwer noch? Not enough minerals. Nein? Es redet keiner. Ah. We'll need a lot more Marines before we take on the Dominion outpost. Train them up at the barracks. While we're at it, extra SCVs will help us harvest minerals faster. Train them up at the command center. Ich weiß, Jimmy. Ich weiß, ich brauche kein Tutorial über WWFs.
Ich weiß es gar nicht, ob ich StarCraft großartig erklären muss. Ich meine, wir haben hier eine Kommandozentrale, hier haben wir Mineralien, die brauchen wir, um Einheit zu produzieren. Hier gibt es noch ein gewisses Gas namens Vespin-Gas. Da können wir eine Raffinerie draufbauen und dann kriegen wir Ressourcen daraus namens Vespin-Gas. Habe ich schon gesagt. Und damit können wir auch Einheiten produzieren und Gebäude und sonstiges Zeugs. Upgrades. Und das sind unsere WBFs, das sind Arbeiter. Oder auch SCVs auf Englisch. Und das sind Marines. Die haben wir in der letzten Mission schon gesehen. Und das Spiel möchte jetzt, dass wir SCVs bauen. Und wir sind in unserem Versorgungsdepot mit angekommen. Das heißt, wir können keine Einheiten mehr bauen, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich kenne die Hotkeys überhaupt nicht mehr auswendig. Erwartet nicht von mir, dass ich hochqualitatives StarCraft-Gameplay euch zeigen kann. Das kann ich nicht. Ja. Und das war's mit unseren Einheiten. Wir haben hier das Limit erreicht von 19 aktuell. Das kann man erhöhen, indem man Versorgungsdepots baut um 10, glaube ich. Ich werde es ja gleich sehen, wenn das fertig ist. Oder um 8. Ja, es waren 8. Ja, es waren 8. Und dann bauen wir auch mal ein paar weitere Arbeiter. Währenddessen können wir jetzt auch schon... Ja, ich weiß, ich soll Space Marines bauen. Ich will aber nicht. Wir bauen erst das Tech-Labor. Auch keine Erklärung dazu. Mit dem Tech-Labor lassen sich nämlich neue Einheiten bauen. Nämlich der Sanitäter. Ohne das Tech-Labor an der Kaserne lassen sich keine Sanitäter ausbilden. Von daher, Tech-Labor wichtig für Sanitäter. Add-on complete. Ja, ich baue jetzt schon einen Marine, damit es aufhört zu blinken. Sogar zwei, weil ich so verrückt bin ich. Wir brauchen aber noch Vespin-Gas, weil das fehlt uns gerade so ein bisschen. Gib mal hier so zwei von denen. Ich habe es aktiviert in Einstellungen, dass hier angezeigt wird, wie viele Arbeiter da rein sollten, wie viele da aktuell sind. Hier sind zum Beispiel 13 und rund 24, arbeiten hier bei den Mineralien und 3 von 3 beim Vespin-Gas. Hier sind es zu wenig, hier sind es genau richtig. Und ich kenne die Hotkeys nicht auswendig. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich kenne die Hotkeys für Space Marines. Ich glaube noch die Hotkeys für WBFs. Das ist nämlich einfach nur S drücken. Und das war es so im Großen und Ganzen auch. Wir kriegen richtig viele Ressourcen gerade. Ich werde hier nochmal 4 von denen hier bauen. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen, aber ich mach's einfach mal. Und aktuell läuft das Spiel noch richtig gut. Ich hoffe, das bleibt so. Ich würde mich echt darüber freuen, wenn das Spiel weiterhin so performt wie aktuell. Und da haben wir unseren ersten Sanitäter. Schön. Kann es sein? Ach, Mist, ich habe den Bau abgebrochen. Das ist natürlich blöd. Wollte ich nicht. Wir bauen einfach mal weiter. Wir könnten theoretisch noch eine zweite Kaserne bauen, dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Tatsache ist, ich kann sogar eine Kaserne bauen. Dann machen wir es doch mal. Bauen noch ein paar Mineralien, dann bauen wir noch eine. Sogar 3 Stück. Crazy bin ich heute drauf. Gott, ich sollte solche Sprache nicht verwenden. Irgendwer schlägt mich dafür noch irgendwann. So. Man kann bei StarCraft 2 im Gegensatz zu StarCraft 1 Gebäude gruppieren. Das ist eine der besten Sachen, die man machen kann. Gebäude gruppieren. Baue 5 Kasernen, leg sie alle auf eine Taste und der Bau von Einheiten wird gleichmäßig auf alle Kasernen aufgeteilt. Ein Traumfeature, das hat man sich in StarCraft 1 echt gewünscht. Da hat man pro Hotkey, also 1 bis 0, ein Gebäude irgendwie belegt und dann war Schluss. Ein Gebäude pro Hotkey ist echt keine schöne Ausbeute. Wir bauen noch ein paar Sanitäter. Need some triage? Die heilen 9 Trefferpunkte pro 3 Energie. Das ist schon ganz ordentlich. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Tech-Labor ist nichts zum Bauen. Das ist fertig. Und hier kommt schon die dritte Kaserne. Es dauert alles ein bisschen lange. Aber es liegt daran... Das verrate ich nicht. Es gibt später noch ein paar mehr Sachen, wodurch man schnelle Einheiten produzieren kann und so. Aber das brauche ich den gewieften Starkraft. Den gewieften StarCraft-Spieler ja nicht erklären. Die kennen das alle schon. Das ist für die ein ganz alter Hut. Ein ganz alter Hut. Die denken, sehen das hier und denken sie, hey Junge, du bist 5 Jahre zu spät. Sind das 5 Jahre? Boah, fragt mich nicht, wann StarCraft 2 Wings of Liberty überhaupt erschienen ist. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich habe keine Ahnung. 2010? War das 2010? Ich glaube, es war 2010. So,
Wir bauen noch ein paar Marines und dann rennen wir gleich mal los. Weil ich glaube, mehr müssen wir nicht machen. Zerstören Sie die Basis der Liga. Das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Wir können theoretisch... Wir warten noch mal so auf ein paar mehr Marines. Commander, the Dominion is attacking the rebel base to the southwest. Good. That'll keep the Dominion off our backs. Those folks need our help, Tychus. There's no way we're leaving them to rot. Gut, Jimmy möchte natürlich helfen. Das kann ich nachvollziehen. Dann gehen wir denen mal helfen. Den guten Leuten. Oh, hier liegen noch Ressourcen rum. Das ist ja schön. Ja, Mission retten sie die Rebellen und wir sammeln unsere Marines mal hier hinten. Geht's hier weiter? Nö, da geht's nicht weiter. Ich weiß auch nicht, ich glaube mehr Medics brauchen wir gar nicht, oder? Mehr Sanität, das ist glaube ich nicht notwendig. Auf jeden Fall gehen wir jetzt die Rebellen retten. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Mission schneller abschließt als... Was passiert, wenn man die Mission schneller abschließt als das hier überhaupt? Dass man direkt zu den Rebellen läuft. Geht das? Dass man direkt alle die Basis der Liga vernichten kann. Ist das möglich? Welcome aboard, boys. It's Rainer's boys. Ja. Und schon haben wir noch mehr Einheiten. Ich glaube, mehr Einheit brauchen wir nicht. Rainer's the man. Dominion can go to hell. Ja. Wir können jetzt hier noch ein paar Ressourcen abgreifen. Wirklich brauchen tun wir die nicht. Dann schaue ich das an. Die hauen wir sowieso alle um. Ich sammle sie trotzdem einfach mal ein. Vielleicht bringt sie ja was. Ich glaube es irgendwie nicht. Vielleicht ist es ja nützlich. Und das ist doch bestimmt auch in irgendein Ereignis, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Das ist aber schön, dass die uns sind. Gibt es hier irgendwas? Ah, okay. Bin ja schon unterwegs, Warning. Dominion Hellions approaching. Ach, Hellions. Geh weg mit deinen Hellions. Wie man sieht, Hellions sind böse. Diese vierrädrigen Gefährte können nicht mit Feuer angreifen. Die machen erstens Flächenschaden und zweitens sind die sehr effektiv gegen Infanterie. Und hier verlieren wir jetzt ein paar Einheiten. Vollkommen unwichtig. Nice job cleaning out that bunker, Jimmy. Between your boys and my skills, we are gonna go a long way together. Ja, Tychus, ist gut. Wie bist du eigentlich nochmal aus dem Knast geflohen? Hat er letztlich gar nicht erzählt. Vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen. Ich weiß ja nicht, ob man ihm so einfach vertrauen sollte. Auf jeden Fall zerstören wir mal kurz den WWF und die ganzen Einheiten hier. Was bist du denn? Ah, ich weiß, was das war. Die WWFs drehen hier so gerade so ein bisschen durch, oder? Ah, lass mich raten, das ist gar nicht das Ende der Mission, oder? Jetzt macht das Gebäude auch kaputt. Dankeschön. Und dann das hier auch, weil ich habe keine Lust auf Hellions. Die Hellions könnt ihr euch bitte sparen. Das dauert aber auch lange. Ich wollte eigentlich die zusammenlegen. So. Jetzt zerstören wir nochmal eben das Ding hier hinten und dann ist Ruhe. Hoffentlich. Jetzt produziert er doch WWFs, das ist ja putzig. Er produziert echt noch WWFs. Kriegen wir diese Basis jetzt eigentlich? Ich hoffe doch. Outstanding. With their barracks and factory trashed, we just gotta mop up any stragglers and we're home free. Ja, das war so ungefähr die Anzeige. Hey, du hast alles richtig gemacht, jetzt zerstöre den Rest auch noch. Crane controls accessed. Decrypting security overrides. Crane control established. Beautiful. Now let's reel that sucker in and get out of here. Und damit haben wir Mission Nummer 2 abgeschlossen.
Und ich hätte beinahe das eine Achievement hier gekriegt. Also es gab Erfolge, die gesetzlos erfüllen sie die Mission. Tolles Achievement. Alles meint, sammeln sie die Gesetzlosen, sammeln sie in die Gesetzlosen auf dem Schwierigkeitsgrad. Normal, alle Gas- und Mineraliencontainer haben wir nicht ganz gemacht. Ich habe gerade gesagt, also am Anfang habe ich gesagt, ja, ich nehme alle mit, weil ich irgendwie sowas schon vermutet habe, aber ich habe irgendwie scheinbar drei übersehen. Doof gelaufen. Und schneller als der Schatten schließen sie die Gesetzlosen auf dem Schwierigkeitsgrad schwer in unter 10 Minuten ab. Hätte ich machen können, wenn ich nicht einfach so viel Einheit produziert hätte. Naja, ist nicht so schlimm. Vielleicht, überleg gerade, Special-Folgen, wo man solche Achievements nachholt, lohnt sich das? Wenn ihr sowas sehen wollt, könnt ihr ja mal schreiben. Special-Folgen mit Achievements drinne. Mal schauen. Achso, da kommt ja noch der Ladescreen. Ich wollte schon sagen, brauche ich nicht weiterreden, aber naja. Kolonie Marsara, 12.41 Uhr, Joey Ray's Bar. Ja. Und wir sind wieder hier angekommen. Ich werde jetzt gleich die Folge beenden. Ausgeben von Credits können wir noch nicht. Klicke ich weg. Hier steht unsere Credit-Menge, 45.000. Und ich werde es jetzt so handhaben, dass wir alles, was hier drin ist, besprechen, anklicken und was auch immer machen. Und dann starten wir in der nächsten Folge direkt mit der nächsten Mission. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil für diejenigen, die sich nicht für dieses ganze Zwischengeplänkel hier interessieren, die können dann einfach schon ausmachen und kommen dann einfach in der nächsten Folge wieder. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Na, Tychus? So, who's your mysterious buyer, Tychus? Who are we supposed to hand this artifact over to? A bunch of eggheads I ran into called the Mobius Foundation. Mobius? They're a legitimate research group. Why the hell are they talking to you? Soon as your boy Minsk made it illegal to trade in alien goods, they got desperate. And you know me, Jimmy. I am a great patron of the sciences. Natürlich, Tychus, ein großer Freund der Wissenschaft. I have to say, Jimmy, you turned into a real impressive fighter. If I was old Minsk, I'd be running scared for me too. You really mean that, Tychus? Nah, I was just kidding. Fight for Freedom. Oh, guck mal hier, da hat jemand, das muss ein Kind gezeichnet haben. Thank you, Marshall Rayner. Das ist ja putzig. Das finde ich gerade viel besser als das hier. Das finde ich cool, dass das hier hängt. Kann ich eigentlich wieder Jukebox umstellen? Ach, da kann ich die Songs umstellen. Ignorieren wir einfach mal. Jagd. What's this? I heard them Zerg got burned out by them creepy Protoss a few years back. It's been 4 years and they're still finding burrowed dens out in the wastelands. Well, a trophy like that's gonna fetch a good price on a black market. Up for some hunting, partner? Knock yourself out, Tychus. Me? I've hunted enough Zerg for 2 lifetimes. Tychus kennt die Zerg also nur noch gar nicht. Er dürfte überrascht sein. Nachrichten. Thanks for staying with us. Let's go now to Kate Lockwell with an update on Jim Raynor's violent uprising. Thanks, Donnie. Raynor's clearly widening his list of targets. He's attacked a Dominion archaeological dig and possibly seized a dangerous alien artifact. Emperor Mengsk spoke on this subject earlier today. There's no telling what kind of havoc these supposedly innocuous relics might wreak upon our worlds. Anyone found in possession of these items will be dealt with to the fullest extent of the law. Look on the bright side, partner. You're a wanted man either way. Thanks, Tychus. Shocking, Kate. I imagine civilian casualties were high as a result of Raynor's terrorist actions. Actually, the only civilian deaths appear to be collateral damage from overzealous Dominion security force. Thanks, Kate. You heard it here first. Jim Raynor, killing women and children on Marsara. Propaganda-Nachrichten. What was it like, Jimmy? Fighting them Zerg. All the scrapes we were in back in the day, all the narrow escapes, none of it compares to how terrible they are, Tychus. You don't know what real fear is.
until you got 1,000 of these sons of bitches barreling down on you. Interessante Trophäe. Würde ich jetzt nicht unbedingt in meinem Zimmer aufhängen wollen. Oh man, didn't the magistrate here know he was hiring an arch criminal as his marshal? He was counting on it. Guess my tough guy reputation kept things nice and quiet around here. All the time I wore that badge, I never had to shoot anybody. Well, where's the fun in that? Ach, Tychus. Du weißt nicht, was das heißt, friedlich irgendwie zu leben, oder? Nein. Aber ich würde mal sagen, wir sind durch mit der ersten Folge StarCraft 2 Wings of Liberty. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Mission dabei. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.